Zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es schon gelesen, es geht um die Glossy Box und ich habe sie mal wieder nicht ausgepackt. Ich werde es wieder mit euch gemeinsam tun und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Aha, hier gibt es eine Ausgabe des Glossy Mac. Und da schaue ich jetzt nicht rein. Ja, wenn es was Interessantes gibt, dann schreibe ich euch das in die Infobox. Sie ist wieder rosa. Und ich habe mir extra noch keine Videos angeschaut und habe auch noch nicht auf die Internetseite geschaut. Ich weiß also noch nicht, was mich erwartet. Ich habe nur bei Facebook einen Post gelesen, dass sie noch einen Pinsel eingepackt haben soll. Das weiß ich jetzt leider schon, aber ansonsten weiß ich nichts. Okay. Also, hier gibt es erstmal einen Glossy Box Aufkleber. Dann sieht sie so aus, wie immer hier. Karte und so schaue ich nicht rein. Ein Zalando-Gutschein brauche ich nicht. Hier Werbung für die Petit-Box für werdende oder schon werdende Mütter oder frische Mütter. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Okay. Also, ich habe es ja schon verraten und hier ist er, der Glossy-Box-Pinsel. Ich glaube, ja, der ist jetzt nicht sonderlich weich. Ich glaube, das ist so ein perfekter Highlighter-Pinsel, also von der Größe. Eventuell noch Rouge oder zum Konturieren, aber ansonsten ist er eigentlich ziemlich schmal. Ich zeige ihn euch mal vom Namen. So sieht der aus. Und hier steht auch Glossy Box, wenn ihr das seht. Oh, mir ist so warm. Aber ich muss das jetzt ganz schnell machen. Ich bin auch jetzt gerade von der Arbeit gekommen. Ich muss das jetzt ganz schnell machen, weil das Tageslicht gleich weggeht. Es ist schon kurz nach 9 und von daher muss ich jetzt hier ein bisschen durchsprinten. Und ich mache weiter mit einem Bröbchen, das es in jeder Zeitschrift gibt. Es handelt sich hierbei um die L'Oreal Nude Magic BB Cream. Und ihr habt bestimmt schon von BB-Creams gehört, sie passen sich dem Hautton an, sind besser als Make-up oder Foundation und ja, das werde ich dann mal ausprobieren. Ich hoffe, das war kein richtiges Produkt. Okay, ich mache weiter. Das sieht mir schwer nach einem, Entschuldigung, bevor ich wieder kritisiert werde, das sieht stark nach einer Originalgröße aus und nicht nach einem Originalprodukt. Es handelt sich hierbei um das Dr. Hauschka Powder Duo. Und es ist hier noch verklebt. Okay. Das sieht mir nach einem Rouge und nach einem Bronze Konturierungspuder aus. Dr. Hauschka ist auf jeden Fall eine High-End-Marke, würde ich sagen. Das war bestimmt auch nicht so billig. Ich schaue doch mal auf die Karte. Dr. Hauschka Summer Impressions Powder Duo. Sommerliche Frische und eine gesunde Bräune verleiht das schimmernde Puder Duo. Mit den zwei aufeinander abgestimmten Farben lassen sich tolle Akzente setzen. Okay, 24 Euro, 15 Gramm, das sind 15 Gramm, es handelt sich hier also um die Originalgröße und die kosten 24 Euro. Okay, das finde ich schon mal gut, wenn nicht sogar sehr gut. Okay, ich mache weiter mit einem Produkt von The Body Shop. Das ist eine Rainforest Radiance Hair Butter für koloriertes Haar. Okay, also wahrscheinlich so wie eine Kur. Ich lese mal eben. The Body Shop. Strahlenden Farbglanz und Schutz für koloriertes Haar bietet diese intensive Pflegemaske. Sie enthält keine Farbstoffe, Parabene oder Silikone und somit wird das Haar nicht belastet.
Originalprodukt, 200 Milliliter. Hier sind 50 drin und 200 Milliliter kosten 12 Euro. Okay, ich schnupper mal. Ja, riecht gut. Ich kann es nicht beschreiben, aber es riecht definitiv gut. Dann mache ich weiter mit einem Produkt von Sexy Hair. Und hierbei handelt es sich um das Root Pump Spray Mousse. Und das ist wahrscheinlich so einfach nur so wie ein Schaumfestiger, der hier oben an den Wurzeln, also an der Haarwurzel aufgetragen wird und das ein bisschen voluminöser machen soll. Ui, okay. Also es riecht sehr gut. Es riecht nicht wie übliches Haarspray oder so. Habe ich denn eine Freistelle? Ganz schön rausgeschossen. Aber es riecht wirklich sehr gut. Und Volumen? Keine Ahnung. Dieses Produkt kostet im Original 300 Milliliter 17,95 Euro. Und hier sind 50 Milliliter drin. Okay. Weiter geht's. My Peyote, keine Ahnung. Diese Marke habe ich noch nie gehört, gesehen. Entdecke die Superkräfte der Superfrüchte. Okay, also das ist wohl eine Tagescreme. Ich lese hier mal eben die Beschreibung. Cremen Sie Müdigkeit mit dieser erfrischenden Tagescreme einfach weg. Sie verbindet sich optimal mit der Haut und verleiht ein strahlendes Aussehen. Das Originalprodukt von 50 Millilitern kostet 32 Euro. Und hier sind 15 Milliliter drin. Also wohl auch ein High-End-Produkt. So, ich könnte ja mal riechen. Ups. Also es riecht auf jeden Fall fruchtig, wie die Beschreibung es schon sagt. Also ich mag eigentlich im Gesicht nicht so gerne fruchtige Sachen. Aber mal sehen. Ich werde es einfach mal testen. Okay, ich komme schon zum letzten Produkt. Und zwar handelt es sich hierbei um das Aqua Colonia. Das ist die neue, was heißt neue? Also die habe ich schon letztes Jahr entdeckt. Die neue Produktlinie von 4711, also Kölnisch Wasser. Und meine Favoriten sind, ich glaube, das Lemon und dann noch das Braune. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Und jetzt gibt es hier noch das Orange. Ja, finde ich auch wieder nicht so doll, weil das ist so ein Bröbchen, was man überall im Douglas oder Müller oder sonst wo bekommt. Ich werde es jetzt nicht aufmachen. Mal schauen, vielleicht packe ich es bei meiner ersten Verlosung mit rein. Mal sehen. Okay, also Originalprodukt war... Entschuldigung, Originalgröße. Wo ist die Karte? Waren auf jeden Fall Dr. Hauschka im Wert von 24 Euro. Das finde ich auch wirklich sehr cool. Also ich könnte es mal swatchen. Also ihr seht ja ein bisschen so eine Roséfarbe und eher ein Braun. Und ich werde euch jetzt mal auf dem Zeigefinger das eher roséfarbenere und auf dem Mittelfinger das Braun swatchen. Hauptabgabe ist so, naja. Gut, ich werde sehen, was sich damit anstellen lässt. Okay, hier sieht man schon eher. Also, hier war das
was ich als Rouge verwenden würde und hier das zum Konturieren. Das ist mehr so orangestichig und das hier eher bräunlich. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Und der dunklere Ton, dieser braune, der schimmert auch noch. Okay, also ich Fazit. Hiermit bin ich zufrieden. Eine Haarmaske kann auch nie schaden. Dann finde ich es toll, dass sie diesmal einen Glossybox-Pinsel reingepackt haben. Über die Qualität lässt sich streiten, aber ich denke, man kann ihn auf jeden Fall irgendwie verwenden. Und meine so Naja-Produkte sind auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall einmal diese Parfümprobe. Und ja, vielleicht auch ein bisschen die Tagescreme. Da bin ich gerade nicht so heiß drauf. Und mein Flop, also floppiger als dieses Produkt, finde ich noch viel floppiger. Wo ist es? Das hier. Das sieht, also das haben sie doch echt aus irgendwelchen Zeitschriften rausgeklaut, oder? Also ich finde das schon sehr enttäuschend. Vor allem mag ich solche Bröbchen nicht. Weil ich denke mal, man wird bei einer Anwendung nicht das ganze Produkt aufbrauchen. Und dann trocknet das immer hier am Rand aus und so, und ich bin da nicht so ein Fan von. Also ich freue mich über diese BB-Cream, aber so eine kleine Abfüllung wäre cooler gewesen als dieses, ja, Dings hier, was es echt überall gibt. 1 Milliliter, ist echt ein Witz. Okay, also Flop Nummer 1, BB-Cream. Flop, weniger floppig. Das Parfum, was man echt auch überall bekommt. Dann auf dem drittletzten Platz die Gesichtscreme, auch wenn es wohl ein High-End-Produkt ist, auch wenn ich es nicht kenne. Dann ganz okay finde ich das Haarspray. Ist auch eine coole Größe, um beim Reisen mitzunehmen oder auf Jobs oder auch wo auch immer. Und ja, diese drei Produkte sind okay. Also ich muss sagen, also es war jetzt meine dritte Glossybox und ich war ja letztes Mal super, super begeistert und ich bin es immer noch. Also klar, es kann nicht jede Box irgendwie total meinem Geschmack entsprechen, aber ich finde schon allein so ein High-End-Produkt, man merkt auch echt hier die Qualität von der Verpackung ist wirklich gut, der Pinsel okay und die Haarmaske und ja. Also es sind auf jeden Fall Produkte, die ich verwenden kann. Oder verschenken kann, je nachdem, oder vielleicht auch tauschen kann, weil ich habe mittlerweile, ich glaube, 5 oder 6 neue Abonnenten geworben. Also was heißt Abonnenten? Freunde von mir, die jetzt auch die Glossybox bestellt haben und sich, glaube diesen Monat zum ersten Mal bekommen. Ich grüße euch hiermit herzlich. Und ja, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall zufrieden mit eurer Box. Wahrscheinlich werdet ihr das sein, weil es ist eure erste Box und ich war bei der ersten auch super begeistert. Und ich würde sagen, diese ist okay. Diese ist okay. Aber solche Dinger müssen da echt nicht rein. Die kann ich mir auch im Wartezimmer beim Arzt aus der Zeitschrift klauen. Oder beim Douglas eben. Und ja. Fazit, sie war okay. Sie hat mich nicht vom Hocker gerissen. Aber ein Highlight definitiv, Dr. Hauschka. Und ja. Das war's auch schon. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind noch ganz okay. Also wie gesagt, draußen dämmert es schon. Und ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch genug sehen. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!